Hallo ihr Lieben, hier zu einer neuen Folge von Starfield. Ja, wir sind hier immer noch in diesen Tiefminen und müssen hier heute noch einen Spacer-Boss töten, denn wir sind ja in der letzten Folge nach Cydonia, um den Percival Walker zu suchen. Das ist ein Arzt, der unsere Terramorph-Probe untersuchen sollte. Ja, aber er war nicht da, er hat irgendwie Schulden, die wir jetzt begleichen müssen. Und wir sind auf seinen Lehrling, wie hieß er? Cambridge hieß der, glaube ich. Genau, Cambridge getroffen. Der hat uns gesagt, die haben an etwas geforscht. Und das sollen wir hier auch in dieser Mine zu Ende bringen. Und das werden wir heute mal machen. So, okay, dann lasst uns mal nach dem Spacer-Boss suchen. Mal schauen, was wir hier alles finden heute. Ich hoffe, meine Taschen wären voll. Ich glaube, die sind sogar schon voll. Na super. So. Die Zugangstreppen führen tiefer in die Mine. Hoffentlich merken wir uns den Weg zurück nach oben. Ah, okay, gut zu wissen. So, was haben wir hier zum Looten? Messgerät, isotopisches Kühlmittel. Genau, das können wir für irgendeine Produktion gebrauchen. Dann haben wir hier Drahtspule. Das anscheinend nicht. Wenn es nicht beisteht, dann können wir damit nichts herstellen, oder? Dann ist das hier nur Deko. Nehme ich mal an. Was haben wir hier? Hier haben wir Kisten. Oh, was ist denn hier? Ein Helm, 950, meiner. Nehme ich mit. Und Alkohol, genau. Nehmen wir auch mit. Und wir haben ja immer noch diese Leiden, Husten und Lungenschaden. Da müssen wir mal schauen. Wir haben, glaube ich, noch was für Husten. Aber den Lungenschaden, ich glaube, da haben wir gar nichts. So, Hühnchen, können wir ein bisschen dran knabbern. Ja, gut. Was haben wir hier? Eine Tür, N43. Hier sind 100 pro Feinde, oder? Ich schaue nochmal durch den Scanner. Oh je, ja, okay, hier sind viele Feinde. Die Frage, ob das so gut ist. Oh je, die schmeißt noch Granaten. Ob das so gut ist, wenn wir hier mit dem Schweißer das machen. Ich werfe auch mal eine Granate. Ja, ich habe die getroffen. Aber ich habe die nicht getötet, oder? Sei vorsichtig, Mäusel. Ich werfe noch mal eine Granate dahin. Ah, schade. Wir brauchen eine andere Waffe. Ich schau mal schnell. Waffen. Ja, hier, meine Malstrom ist recht gut, aber die macht halt nur 11 Schaden, hat aber ein richtig gutes Visier drauf. Wartet mal, die hier würde doch gehen, oder? Die hat allerdings immer nur 6 Schuss, 48 Meter Distanz. Das ist gut. Ja, wir probieren die. Aber haben halt immer nur 6 Schuss und generell auch nicht ganz so viel. So. Was fliegt da durch die Kante? Lass mal ranpirschen. Ha! Du bist lächerlich! Da ist einer. Oh, Sarah, warst du das gerade? Der Karton da. Da ist er. Ja, ein Schuss noch. Oh, man sieht ihn ganz schlecht. Hab einen erwischt! Lungenschaden verschlimmert, wieso? Och nö. Komm okay, schon. Den habe ich. Ach so, ich halte hier auch Luft an, damit die Waffe nicht so wackelt, ne? Da ist auch einer. Ich denke mal, das verschlimmert den Schaden dann. Okay, den habe ich auch. Sehr schön. Cool. Das klappt ja. Wir könnten nur schauen, ob wir was für den Husten haben. Atemprobleme. Wartet mal, wir schauen mal schnell. Hilfe. Was war das hier? Antibiotika, ne? Wir nehmen mal davon eins. Ich weiß nicht, wie wir das jetzt verbessern können. Wir können noch mal schnell hier im Status schauen. Prognose schlecht. Oh je, Atemprobleme. Wund sein. Extreme solare Strahlung. Ja, das wissen wir ja schon. Schlechte Luftqualität. Wir können aber auch leider nichts dran ändern. Wir müssen ja hier runter. So, du bist schon vorgegangen. Wir können halt hier nur langsam laufen. Vielleicht hilft das ja ein bisschen. Also so schleichen. Atemprobleme zeigt er wieder an. So, da sind welche. Die scheinen aber unter der Plattform zu sein. Okay. Lebt er noch?
Nee, der ist tot. Den haben wir getötet. Ich werde mir den mal holen. So. Okay. Munition, AMP. Hatten wir hier noch jemanden zu liegen? Das sind alles Drahtspulen, die nehmen wir jetzt nicht mit. Klebeband. Klebeband nehme ich auch nicht mehr mit, dafür nehme ich Kleber mit. Das ist nämlich doch ein Unterschied. Klebeband ist anscheinend nur zum Hinlegen. Und Kleber, den kann man dann richtig für die Produktion verwenden. Ein Dietrich, mitten auf der Schiene. Sehr schön. Drahtspuler. So, hier ist nichts weiter. Da ist einer. Du bist Geschichte. Okay. Echt schwer zu erkennen. Hier mit dem Nebel und der Dunkelheit noch. Ich fange gerade, wir müssen weg. Schnell. Oh Mist, wir müssen nachladen. Ich finde aber, die Key kämpft echt gut. Es war manchmal echt auch lustig, aber ich mag es trotzdem. Okay, den haben wir. Sehr schön. Wir sind ein gutes Team, Mäusel. So, was haben wir hier? Schlagschrauber. Hier ist nichts bei, was wir gebrauchen können. Okay. Du bist tot. Dich werden wir mal looten. Medipack, sehr schön. Okay, und hier liegt auch noch einer. Credits. So. Aber ich werde ganz gerne hier nochmal hochgehen. Ob wir hier noch irgendwas haben. Weil ich möchte schon alles mitnehmen. Seht ihr? Hier liegt nämlich noch Muni und so. So, das ist für unseren Schweißer. Paramagnon-Leiter. Haben wir auch noch nie gefunden. Ach, um Himmels Willen, wirf endlich was von dem Kram weg. Wieso? Das brauchen wir alles. Du kannst nachher auch was tragen, aber bis jetzt geht's noch ein bisschen. So, und was haben wir hier? Medipack, sehr schön. Und ja, Schadensresistenz, das ist auch sehr gut. Okay, dann können wir weitergehen. Da unten haben wir, glaube ich, geschaut. Wir haben schon wieder Husten, ich glaub's nicht. Oh, das kann's doch nicht sein. Super. Da sind auf jeden Fall noch welche. Hier müssen wir lang, oder? Ja. Gefunden! Wo schießt Feuer, du hin? Feuer. Ah, da. Nicht so. Okay. Da war der schon ganz nah. Oh je. Wir klingen echt nicht gut, wie sich das anhört. Ich versuche jetzt hier echt ein bisschen langsamer zu laufen. Da geht's weiter. Ich gebe, glaube ich, mal der Sarah ein paar Sachen. Ha, gefunden. Okay. Jetzt will ich den aber nochmal schnell looten. So, wo warst du jetzt? Hier nicht. Oh, sag mal, wie viel sind denn hier bitte? Da oben liegt der. Oh, seht ihr? Ein Helm, Hühnchen und eine Grendel. So, und der ist stiften gegangen, oder? Wollen wir da jetzt echt hinlaufen, Sarah? Was machst du da? Da ist er, oder? Nee. Der ist da irgendwo, aber... So, wo bist du jetzt? Bleib mal bitte kurz stehen, Mäuse. Ich muss mal ganz schnell mit dir handeln. So. Geht nicht. Wenn sie im Kampfmodus ist anscheinend, oder? Toll. Oh, sag mal, wo hat denn der sich jetzt bitte versteckt? Da war er, oder?
Ja. Oh je. Okay. Gut, jetzt aber. Ich hoffe, dass wir jetzt weiter können. Das gibt's doch gar nicht. Wie viel sind denn hier bitte? So, das nehme ich auch noch mit alles. So, das nehme ich auch alles und die Sachen bekommt sie jetzt von mir. Komm mal her, bitte. Ich war lange nicht mehr auf dem Mars. Hast du was Nützliches? So, okay, dann bin ich wieder was leichter. Vielleicht hilft das auch unserem Lungenschaden dann. So, dich hatten wir gelootet, oder? Ja, du hast nur eine Equinox. Ja, ich lasse die Waffen jetzt drin. Wir bekommen das sonst gar nicht alles weg. Schade eigentlich. Aber da muss ich dann wieder ein paar Lootrunden so mal außerhalb des Gameplays machen. So, hier haben wir nichts. Dann können wir hier durchgehen. Sind doch bestimmt wieder welche. Oh, hier haben wir auf jeden Fall was zum Looten. Sehr schön. Klebeband. Austenitverteiler haben wir auch noch nie gefunden. Also sagt mir jetzt nichts, meiner. So, Drahtspulen sind das alles. Okay. Hier geht's noch tiefer anscheinend. Wohl zu den Wohnquartieren der Miner. Wie grauenhaft, sein ganzes Leben unter der Erde zu verbringen. Ja, das stelle ich mir auch nicht schön vor. Okay, Wohnquartiere, aber da haben sie bestimmt was Schönes für uns. Oh, na toll. Also hier sind die Taschen eigentlich immer voll. So. Oh, da sind ganz viele. Na toll. Da oben läuft einer. Hey. Ah, Mist. Nimm das. So. Die können nichts. Ist hier jemand? Oh, der war genau bei uns schon wieder. So, wir müssen nachladen. Okay, cool. Oh, immer noch drei Feinde. Die müssen ja hier auch ständig Probleme mit der Atmung haben eigentlich. Das war ein Kopfschuss. Pass auf, Mäusel. Da ist einer. Oh, und unseres am Hecheln, das gibt's nicht. Wo ich mich jetzt leer gemacht habe. Du kannst nichts! Nichts! So, hier haben wir was. Toxin. Meins. Können wir das hier öffnen? Nee. Okay. Sind die jetzt wieder stiften gegangen? Sieht so aus, oder? So, nach Wohnquartieren sieht das hier aber auch nicht wirklich aus. Hier geht's auch wieder höher. Ich gehe hier mal kurz lang. Da haben wir eine Tür. Ah, hier liegt ich habe okay. Keine Lust mehr. Sehr viele Gegner hier drin heute. Aber auch irgendwie cool. Da geht's auch noch lang. Nee, hier ist keiner. Schnapp dir, was nützlich ist. Lass den Rest da. Da hinten ist einer. Den haben wir. Sehr schön. So, viereckige Pizza. Liegt Werkzeug rum. Und hier ist nichts. Hier haben wir auch eine Tür. Hm, hier ist alles sicher. Okay, da hätten wir auch von da reingehen können. Na also, jetzt aber. Wo bist du? Jetzt gibt's was. Erstmal nachladen. Oh, ich hab mich jetzt erschrocken. Wir ziehen uns zurück. Da stehst du. Okay. Das klingt so. Ach, der ist da unten irgendwo. Da ist einer. Okay. Gut. Sehr schön. Das klappt. So, hier haben wir einen Helm, Credits und Munition.
Ich hätte so gerne eine bessere Mahlstrom. So Verteiler und Messgerät. Dann haben wir hier einen Rahmen. Der ist ja immer noch irgendwo. So, hier haben wir wieder was Dauerhaftes. Erhöht dauerhaft den Schaden durch Schleichangrifftreffer um 5% und den Schleichbonus um 1%. Meins. So, schwerelose Aufhängung. Oh, ich mag das hier, das ganze Zeug. Forschungslabor. Oh, das müssen wir auch noch machen und Items verbessern oder Waffen und so. Das haben wir ja auch als Aktivität drin. Schaut mal, hier ist wieder was Illegales. Oh, ich würde das so gern mitnehmen, aber ich möchte erstmal wissen, wie wir sowas gut transportieren können. So, hier können wir nirgendwo ran, oder? Nee. Hau schon ab, du Feigling. So, von hier kamen wir, glaube ich. Ja, dann können wir auch da vorne raus. Dich hatten wir. So, dich auch. Hier war noch eine Tür. Was haben wir hier? Ach, sowas wie ein Fitnessraum. Okay, gut. Genau. Da haben wir noch was zum Essen. Hier haben wir noch ein Buch. So, mehr gibt es dann hier jetzt auch nicht. So, wo müssen wir weiter? Hier lang. Und dann hier. Jetzt kann's losgehen. Ja, wo bist denn du? Ja, der läuft immer noch unter uns rum. Gut. Hast du geschossen? Ach, da unten. Feuer! Jetzt! Ich habe zweimal den eigentlich getroffen, aber es hat keinen Schaden gemacht. Gut. Server trifft einmal und der schießt den direkt. Super. Ach, schaut mal, hier wollen wir auch noch nicht gucken. Machen wir gleich. So, Credits und die Muni für die Waffe, die wir gerade tragen. Das ist natürlich sehr schön. Wartet mal, den machen wir auch noch schnell weg. Der muss hier irgendwo sein. Der ist jetzt nach oben gelaufen. Nee, da ist er. Auf Nimmerwiedersehen! Da konntest du nicht mehr auf Wiedersehen sagen. Super. Okay. So. Oh, ich werde das alles gern mitnehmen, aber ja. Wir wären sonst viel zu voll. So, hier wollte ich nochmal schauen. Ah, schaut mal, hier sind Betten. Die Frage ist, ob wir hier schlafen können. Credits, Bioblocker. Die müssen ja hier irgendwo mal einen Bereich haben, wo die auch mal atmen können. Wisst ihr, wie ich meine? Die sind ja hier auch die ganze Zeit nur in diesem Dunst. Und so, hier haben wir einen Safe. Den machen wir gleich auf. Was haben wir denn hier? Och, ein Stofftier. Wer bist du denn? Komm mit. Och ja, komm rein in meine Tasche. Hier haben wir nochmal einen Safe. Ach so, der ist offen sozusagen. Gut. Dartpfeiler. Gut, wir probieren mal ganz schnell, ob wir hier schlafen können. Das geht. Ey, wisst ihr was? Ich schlafe jetzt 24 Stunden. Ich probiere es einfach mal aus, ob es uns dann besser geht. Gut geschlafen? So. Okay. Nee, wir haben immer noch Husten. Wer schuppt denn hier so? Sag mal. Wir schauen mal an den Status. Nein, das hat nichts gebracht. Aber wir müssten jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr XP bekommen, oder? Ja, hier schaut mal, ausgeruht. Plus 10% EP-Verdienst. Das ist gut. Aber immerhin Prognose stabil. Ja, vielleicht müssen wir hier einfach raus, dass sich das dann wieder erholt. So, wir machen mal den Safe noch. Experte, den müsst nur können. Okay, cool. 4 von 15 Schlösser. Sehr schön. Einmal Munition. Was zum Herstellen. Nochmal Munition. Und eine Waffe mit 5 Schaden. Ich finde die gar nicht so gut. Ich glaube, die können wir verkaufen dann. Nehme ich aber erstmal mit. Die hatten wir, glaube ich, auch noch nie gefunden. Sehr schön. Cool. Das war ja hier offen. Genau. Okay. Hier drüben haben wir dann nochmal Betten.
Schauen wir mal, was die so haben. Hier ist auch nochmal ein Safe. Der ist aber offen. So, hier haben wir dann nochmal einen. Der ist auch offen. Was haben wir hier unten? Einsteiger, den können wir nochmal knacken. Und hier haben wir nochmal Credits und was zu trinken anscheinend. Sehr gut. So, und den machen wir hier noch auf. Mit Schlösser? So. Okay, Muni, Dietrich und Credits. Sehr schön. Kennst du dich aus? Ja, mittlerweile schon. Ne? Das klappt schon ganz gut selber. Da hast du recht. So, was haben wir hier noch? Eine Milch, die nehmen wir auch noch mit. Ja, sehr cool. So, haben wir hier noch irgendwas zu looten? Ja, hier haben wir noch einen Schrank. Huch. Oh, jetzt passe ich da nicht durch. Warte, wir stellen uns mal hier hin. Ein Ordner haben wir hier nur drin. Nee, das brauchen wir nicht. Da vorne haben wir noch aller mögliches Zeug. Aber hier waren wir ja drin, oder? Nein, hier waren wir doch noch nicht drin. Okay. Töpfe. Hier haben wir Essen. 15 Gesundheit, das ist gar nicht so schlecht. Alles meins. Gut, ein Handschuh. Ja, sowas würde ich alles erst mitnehmen. So extra Deko-Zeug, wenn wir irgendwie was ganzes Eigenes haben. Also jetzt nicht nur ein kleines Zimmer zum Wohnen, sondern ein bisschen was mehr. Dann können wir sowas auch alles mitnehmen. Ach, schon cool, ne? Wenn wir das jetzt hier alles einstecken würden. Aber das wiegt natürlich. Die ganzen Töpfe, die man hier hätte. Oh, das kribbelt natürlich meinen Fingern, dass ich das gerne mitnehmen würde. Aber wäre vielleicht noch nicht ganz so sinnvoll. Wir brauchen eine ganze Kochstation, oder? Ja. Könnten wir rein theoretischerweise auch kochen. So, hier haben wir mal Credits. Im Kühlschrank. Gutes Versteck. Oh, das müssen wir aufschließen. Okay. So, was haben wir da drin? Oh, das finde ich auch richtig cool. Was ist denn das hier? Ach, das ist eine Mine. Okay. Meins, Credits und einmal eine Granate. Sehr schön. Hier ist noch ein Kühlschrank. Und hier auch. Gut. Da ist aber alles leer. Was haben wir hier noch? Ah, hier sind nochmal ganz viele Schränke. Gut, das schauen wir natürlich auch alles durch. So. Oh, hier müssen wir auch aufschließen. Okay. So, okay, offen. Gut. 5 Gesundheit und noch eine Flasche. Ganz schön viel zum Öffnen heute hier, ne? Also zum Aufschließen. Und eng ist es hier. 300, das lasse ich liegen. Eine Mütze. So, hier haben wir auch nichts. Oh, aber cool. Da haben wir noch eine Kiste, seht ihr? Meins. Dann haben wir hier noch all mögliches Zeug zum Essen und zum Herstellen. Das ist natürlich toll. Und wir finden jetzt immer noch andere Sachen, die wir vorher noch nicht gefunden haben. So. Hier ist nichts drin. Hier haben wir wieder einen Anzug. Wert 94. Lasse ich liegen. Papiertücher. Hier haben wir nichts. Okay. Oh, da werden wir heute auch nicht allzu viel schaffen in dieser Folge. Ich denke mal nur das Gebäude und vielleicht können wir noch zurück oder so dann. Credits und eine Granate. Sehr schön. Und Injektor. Behandlung von Leiden zu verabreichen. Heilt Gehirnverletzungen. Heilt Lungenschaden. Passt auf, das nehmen wir jetzt. Das brauchen wir, also Injektor. So, wo hat er den jetzt hingepackt? Hier. Genau, das haben wir auch nur einmal. Aber ob sich das lohnt bei der Strahlung. Aber unseren Lungenschaden haben wir jetzt anscheinend wirklich geheilt. So, wo müssen wir weiter lang? Hier müssen wir lang. Okay. Dich hatten wir gelootet, oder? Ja, du hast nur noch sowas. Gut, dann gehen wir weiter. Also ich mag es bis jetzt wirklich richtig cool hier. Und wir haben schon einiges gefunden. So, haben wir hier noch was Schönes? Nee. So, dann nächste Tür.
Sind wir hier jetzt? Also dem Spacer-Boss sind wir ja noch nicht begegnet. Oh Gott. Och Mann, ey. Ja, du tust uns ja eigentlich nichts, ne? Eigentlich nicht. Gut. Komm, Sarah, weiter geht's. Hier kommen bestimmt auch wieder gleich Feinde. Was? Ja, seht ihr? Da ist einer. Ziel eliminiert. Pass auf, du stehst da genau vorm Gitter, du, ne? Oh, da ist überall Blut. Ist das von uns? Ist der jetzt stiften gegangen da oben? Von hier können die nicht kommen. Wo ist denn der jetzt? Der lebt doch noch, oder? Hier ist der lang. Oder hatte ich den doch? Schaut mal, da haben wir was zum Abfallen. Das mach ich nicht mit! Ah, da steht der. Du bist lächerlich. Super. Das ist doch dieses Zeug, was uns dieser Cambridge da gesagt hat, oder? Wenn du schon plünderst, dann schnell. Wo ist denn das jetzt hier? Wässriger Hämatit. Das müsste das sein. Wir nehmen das mal mit. Deswegen sind wir ja hier und sollen, glaube ich, forschen, ne? Wegen diesem Zeug hier. Okay. Ach, wartet mal. Können wir das scannen? Da unten haben wir nochmal welche. 2 von 4 haben wir ja hier erst als Ressourcen. Nee, das kann ich nicht scannen. Mm-mm. Können wir nicht scannen. So. Und das auch. Wieso geht das jetzt nicht ab? Hä, ich habe doch die anderen eben auch gerade abbekommen. Wieso geht denn das jetzt nicht ab? Ah, jetzt so, okay. Gut, sehr schön. Hier müssen wir weiter. Wir schauen nur noch mal schnell da hinten hin. Dich hat man eben gelootet, ja? Genau. Wobei, nee, wir gehen weiter. Wir gehen weiter. So, geladen ist unsere Waffe. Oh, cool, da hängt noch sowas. Ich nehme das jetzt alles mit. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt brauchen. Oder abbauen sollten. Hier unten gibt es noch jede Menge mineralischen Reichtum. Vielleicht würde es sich lohnen, das Gebiet abzusuchen. Okay, ja, das machen wir ja gerade schon. Hm. Ich versuche mal von hier. Hier markiert es mir aber nicht. Wartet mal, ich baue erstmal das ab. Oh, da sind schon wieder welche. Okay. Einen haben wir getötet. Auch wenn er sich versteckt hat. Das kann ich hier irgendwie nicht abbauen. Ich weiß nicht wieso. Und das hier. Da komme ich anscheinend nicht richtig ran. Warte, wir probieren nochmal von der anderen Seite. Ja, ist ein bisschen enge hier. So, hier nochmal probieren. Ah, okay, das ging. Und das? Müssen wir aufpassen, der schießt da auf uns. Nee, das geht irgendwie nicht. So, hasten? Nee, ne? Dich mache ich platt! Level 32 ist der. Das ist ganz schön. Da oben läuft auch noch einer rum. Ich habe auf jeden Fall getroffen. Nochmal getroffen. Du bist tot. Der rennt auch weg. Wir müssen nachladen. Oh je. So viel zum Kämpfen heute hier. So.
Nee, die sind echt stiften gegangen gerade. Ja, die kommen sowieso gleich wieder. So, was haben wir hier? Okay. Ein Stift. Was zum Essen. Deko. An den Computer können wir nicht ran. So. Hier ist nichts. Kaffeemaschine. Nee, hier haben wir nichts. Da bist du ja! Da oben du ist er. Bist schon tot. Noch nicht. Du bist wohl eher tot. So, dann haben wir hier einen Rucksack und Munition. Nimm das! So, hier mal schnell schauen. Da können wir dann hochgehen. Den schnappen wir uns jetzt. Um Gnade. Huch. Ja, na so auch nicht. Nee, ich habe gerade nicht geschossen, das war Sarah. Oh je. Okay, gut, so macht man das. Das habt ihr jetzt gerade nicht gesehen, was ich hier gemacht habe. Das war nicht ich. Ja, habt ihr gesehen, ich bin nicht alleine. Oh, was Gelbes. Oh, ein Rucksack ist das. Okay. Kampfveteran, ganz viele Sachen. Wir schauen gleich mal. So, wir schauen einfach mal. Kampfveteran, 15% weniger Schaden von menschlichen Gegnern. Ressourcen wiegen 25% weniger. Verbrauche 75% weniger Sauerstoff, wenn du überladen bist und dabei läufst. Ey, das ist doch mein perfekter Rucksack. Und ein einfaches Boostpack. Der ist zwar ein bisschen was schlechter, aber da überlege ich mir, ob wir den tragen. Ich bin ja eigentlich stets und ständig überladen. Ich würde mal sagen, wir speichern einmal schnell zwischen. So, okay. Also die Anlage hier scheint wieder echt groß zu sein. Da brauchen wir eine ganze Weile. Okay, davon kommen dann schon wieder die nächsten. Sag mal. Wieso? Ich schieße da jetzt genau drauf. Oder schieße ich hier gegen das Blech? Ach, das ist der Spacer-Boss. Okay, der hat schon Schaden. Okay, den müssen wir erledigen. Der haut natürlich jetzt wieder ab. So ein Mist. Stirb! Stirb! Schaut mal, ich schieße direkt auf. Manchmal zählen die Treffer nicht. Okay, jetzt aber. Sarah, wo bist du bitte? Könntest du bitte mit herkommen? Ich fühle mich so allein ohne dich. Ach, da kommt sie. Okay. Der ist da oben. Okay, den müssen wir noch erledigen. Dann haben wir es geschafft. Na, das war nichts. Was war nichts? Hier liegt auch jemand. Okay. Das ist zu viel! Ich bin weg! Okay, dann lauf weg. Guck nach Waffen oder Munition. Mach ich doch. Hä, haben wir das geschafft? Hast du den noch angeschossen, du? Wo liegt denn der jetzt bitte? Hier oben anscheinend, oder? Ja, das ist er. Ein Anzug, Credits und eine Kartusche. Und eine Equinox. Die nehme ich jetzt doch mal mit. Oh krass, ist der einfach doch noch umgefallen. So, wo müssen wir lang? Wir müssen hier wieder runter. Aber ich schaue mal ganz schnell hier vorne noch, oder? Ich weiß ja nicht, was wir hier noch haben. Dass hier noch irgendwo lang geht. Durch diese Mining-Anlagen habe ich ein völlig neues Verständnis dafür entwickelt, welche Risiken das dies eingehen. Nee, nicht so wirklich, oder? Okay, dann. Dann gehen wir da oben wieder zurück. Oh ja, echt richtig cool. Also heute hatten wir jede Menge Action. Und wie gesagt, ich bin jetzt hier nicht im Schießen irgendwie Experte. Für mich ist es halt nur wichtig, dass wir es schaffen. Lungenschaden. Och nö, oh komm, wir haben das gerade geheilt. Nicht euer Ernst. Hier müssen wir rein, oder? Sag mal, was trägst denn du bitte für einen Helm? Du scheinst ja anscheinend keine Probleme zu haben. Oh, da steht sogar ihr Name drauf. Schaut mal. Sehr schön. Okay, da müssen wir anscheinend ran. Was müssen wir jetzt machen? Kontaktiere über die Com Cambridge. Okay, also wir sollen den jetzt kontaktieren. Ich denke mal da drüber. Aber wir schauen uns erstmal um. Hier haben wir ein Forschungslabor. So. Ganz kurz hier die Analyse anschalten.
Credits 189. Da haben wir eine Truhe. Wer sagt's denn? Oh, schaut mal. Ein Rucksack. 4000 Credits, Schrotflinten, Munition und Ressourcen. Medipack Heilgel, Schwerelosaufhängung. Da haben wir ein Safe, da schauen wir gleich. So, hier ist nichts. Eine Pistole. 21 Schaden. Ja, komm. Musst du wirklich all diese Sachen mit dir rumschleppen? Ja, brauche ich alles, Sir. Alles. So, Messgerät. Das lasse ich drin. Muni, ganz viel für den Schweißer. Hier haben wir einen Helm. Öffnen. Oh, einen legendären Helm. Okay. Gut, da müssen wir dann schauen. Aber cool. Hier können wir nicht ran. Hier auch nicht. Da ist der Safe. Hier nochmal schnell schauen. Ob wir hier noch irgendwas brauchen. So, hier liegt ein Cutter rum. Oder? Ja, das ist ein Cutter, der ist aber nicht besser als unserer. Schreibtischkugelspiel. So, pharmazeutisches Labor. Sagt mal, lasst mal da schnell reinschauen. Antibiotika. Membran. Lungenschaden verschlimmert. Toll, ich gucke hier rein. Ey, schaut mal, das ist doch hier so ein Ding, oder? Konnten wir hier nicht hier? Ach nee, das ist für Knochenbrüche. Injektor müssten wir uns herstellen können. Wir bräuchten Membran. Sonst hätten wir sogar ein bisschen was davon. Wo bekomme ich Membran her? Das können wir orten, ne? Aber das bringt uns ja jetzt nichts. Sowas müssen wir echt mal machen und herstellen. Wir müssen ja sowieso Sachen herstellen. Was macht das? Katermittel. Lungenschäden. Schlangenöl. Ey, das stelle ich mir her. Menge 1? Ja, kommt. Hat das jetzt schon gezählt zu einer Aktivität? Anscheinend. Aber wir essen das gleich mal. Hat er das jetzt hier reingepackt? Schlangenöl. Jetzt haben wir uns wieder geheilt. Ich muss mal ganz schnell bei Aktivitäten schauen. Oh, ganz viel. Ich schließe ein Forschungsprojekt ab. Das müssen wir auch noch machen. Genau. Wir hatten irgendwas mit einem Item herstellen anscheinend hier drin. Das hat anscheinend dafür jetzt gezählt. Ist das zufällig hierbei beendet? Hier sehe ich es jetzt gerade nicht, aber scheint gezählt zu haben. Sehr schön. Ich mache mir mal noch ein Schlangenöl. Ich meine, auch wieso geht das jetzt nicht mehr? Ah, jetzt haben wir kein Chlor mehr. Okay, gut. Ey, wie wir an das ganze Zeug rankommen später, ist echt die Frage. Man kann ja auch einiges, glaube ich, herstellen, ne? So, gut. Wartet, der Safe. Wo war jetzt der Safe? Den würde ich ganz gern noch machen. Hier. Meister können wir nicht. Okay, gut. Dann werden wir den mal hier kontaktieren. Hallo? Hast du die Space erledigt? Gut. Also, um die Forschung abzuschließen, brauchst du eine Hämatitprobe, die du durch den Drescher laufen lässt. Nimm dir einen Lasercutter und geh zurück in die Kammer, in der du reingekommen bist. Der Drescher ist die große Maschine im Raum daneben. Der Startcode lautet Ares 2330. Erledige das, dann ist Percivals Name in 0, nichts reingewaschen. Okay. Also das Zeug haben wir ja schon abgebaut, das müsste dann direkt gehen. Und wir müssen jetzt hierher, oder? Ja. Okay, Probe ablegen. Passwort akzeptiert. Leite Analyse ein. Verbindungsanalyse komplett. Erweitere vorhandene Bezeichnung. Ordne zu. Prozess abgeschlossen. Oh, cool. Bitte Dokumentation entnehmen. Okay, hier oder wie? Datensammlungsplatz. Daten sammeln. Hab ich. Und den wieder kontaktieren. Oh, wie gut. Benutzt du das die ganze Zeit da? Anscheinend. Cool. Liegt da noch was? Sieht aus, ob da was drauf liegt. Alles bereit? Gut. Du kannst mit dem Aufzug zurück an die Oberfläche fahren. Im Drescherraum müsste ein Schlüssel liegen, falls die Spacer ihn nicht mitgenommen haben. Ich warte im Circle auf dich.
Im Circle, also der ist in Cydonia, oder? Ah, schaut mal, hier haben wir noch Kühlschränke. Und einen Schlüssel müssen wir hier noch finden. So, das ist meins. Okay, hier ist nichts drin. So, und das können wir nicht öffnen, nur das. Oh, das können wir wieder aufschließen. Lehrling. So, okay. 8 Schlösser. Sehr schön. Traumapark, Credits und Trauben. So, wo ist der Schlüssel? Hier ist der Schlüssel, oder? Okay, habe ich. Und jetzt einen Aufzug benutzen. Du bist ein Aufzug? Ja. Sehr schön. Komm, Sarah. Es geht, glaube ich, wieder zurück. So, okay, dann können wir wieder zurück. Ich habe Sarah gerade noch mal ein paar Sachen gegeben, falls wir uns jetzt teleportieren. Wir müssen ja zurück nach Cydonia. Und das war, glaube ich, recht weit weg von hier. Mindestens 800, 900 Meter. Dann würde ich sagen, wir teleportieren zurück. Ja, schnell reisen. Man kann Frühstück auch zum Mittagessen essen. Oder zum Abendessen. So, ich bin schon mal reingegangen. Jetzt müssen wir mal schauen. Wir haben ja noch ein anderes optionales Ziel, welches jetzt welches ist. Okay, das untere. Da müssen wir hin. Wir müssen, denke ich mal, wieder in die Bar, oder? Ja. Da müssen wir, denke ich mal, wieder rein. In die zweite Ebene. Okay. Die Lux-Kondos sind nichts Besonderes, aber... So, da bin ich wieder. Hallo. Hast du die Slate? Lass mal sehen. Verringerte Gelenkabnutzung. Oh, erhöhte Tragekapazität. Eine Dosis davon könnte ein Miner sehr viel effektiver machen. Die Formel ist mindestens genauso viel wert wie Percivals Schulden. Also, du machst Folgendes. Sag Octai in der Handelsaufsicht, dass du ihm ein Geschäft vorschlägst, das Miner effizienter macht, höhere Erträge einbringt, diesen ganzen Business Mist. Und dass er alles kriegt, wenn Percivals Schulden erlassen werden. Kennst du dich mit Verkaufspräsentationen aus? Wir versuchen es. Klar, ich kann es versuchen. Oh, das wird bestimmt super. Oh, und hier, eine Kopie der Formel für dich, falls du mal deinen eigenen industriellen Output maximieren möchtest. Oh, zeig mal, gib mal her. Oh, das solltest du benutzen. Viel Glück. Okay. So, das machen wir gleich. Das möchte ich noch gerne wissen jetzt, ne? Hat der mir das jetzt gegeben? Daten zu wässrigen Hämatit. Nee, wir haben das jetzt gar nicht, oder? Untersuchen. Nee, das ist das nicht. Was hat denn der mir jetzt gegeben? Na toll. Okay. Müssen wir denn mal noch schauen, ob wir da was finden? Der hat ja irgendwas von mehr Tragekapazität und so gesagt. So, wir müssen jetzt in die Hauptebene. Terramorph-Angriffe sind okay. In den besiedelten Systemen. Okay, dann bin ich mal gespannt, ob sich die ganze Arbeit jetzt gelohnt hat. Da bin ich wieder. Die meisten Besucher wollen hier schnell wieder weg. Hallo. Gibt's noch was anderes? Ja, ich möchte dir ein Geschäft vorschlagen, ein lukratives. Gelegenheiten schlage ich eigentlich nie aus. Aber ich würde gern erfahren, was du auf dem Marsmarkt entdeckt hast, was anderen entgangen ist. Mit meinem patentierten neuen Phänomen machst du aus wässrigem Hämatit Credits. Wässriger Hämatit. Eisen und Abwasser. Erstaunt mich nicht, dass so etwas noch niemand vorgeschlagen hat. Und welche Wirkung genau hat dein neues Mittel? Macht meiner effizienter. Ich habe hier Daten, die das beweisen. Interessanter Vorschlag. Falls die Daten stimmen. Aber woher kommt dieser Hämatit? Es wäre zu teuer, die aktiven Minen umzurüsten. Die Tiefminen könnten eine Option sein. Aber da wimmelt es angeblich von Spacern. Die habe ich schon beseitigt. Es würde dich keinen einzigen Credit kosten. Das ist natürlich faszinierend. Ein komplett ungenutzter Ressourcenpool und eine Wirkung, die jede Bergbaufirma in Cydonia liebend gerne nutzen würde. Wir könnten die eigentliche Laborarbeit outsourcen und eine der gierigeren Firmen für Material ins Boot holen. Allein die Lizenzgebühren. Und wie das unser Image bei der Bevölkerung aufpolieren würde. Diese Mine, neu eröffnet, dank der Mars-Handelsaufsicht. Wirklich sehr interessant. Und was willst du für die Rechte an dem Mittel?
Ich will Credits haufenweise. Ich will, dass du Percivals Schulden begleichst. Ja, genau, auf jeden Fall, ne? Dr. Walkers Schulden? Mehr nicht. Sind beglichen. Tja, dann haben wir wohl einen Deal. Und hier, ein Finderlohn von der Aufsicht. Ein absolut vernünftiger Betrag für eine Entdeckung mit diesem Potenzial. Oh, das ist aber lieb. Du sollst ja nicht glauben, wir hauen dich übers Ohr. Ja. Wir nehmen die Slate, bevor du es dir anders überlegst. War mir eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Okay, cool. Ein nüchternes Cydonia ist ein sicheres Cydonia. Der Konsum alkoholischer Getränke ist nicht verboten. Es ist jedoch gefährlich, unter Einfluss von Alkohol schwere Geräte oder Werkzeuge zu bedienen. Bitte trinken Sie verantwortungsbewusst. Ja, da hatten wir nochmal eine schöne Weisheit bekommen zum Ende der Folge hin. Ich würde erstmal sagen, bis hierhin. Ja, mehr werden wir gar nicht schaffen. In der nächsten Folge werden wir dann mit diesem Barkeeper, das war glaube ich der Lou, reden. Und ich hoffe, dass der uns dann endlich sagen kann, wo der Percival sich aufhält oder wir den direkt treffen können, damit wir dann auch die ganzen anderen Sachen machen können. Genau. Wir haben hier noch so viel zu tun auf dem Mars, das ist echt unglaublich. Sich das hier erstmal alles zu merken, die ganzen Missionen, was wozu gehört hat. Wir müssen mal irgendwann auch eine Folge machen, wo wir hier ganz viele von diesen Aktivitäten abarbeiten. Vielleicht ein paar werden wir vielleicht auch mal machen. Ja, und wir können den Mars auch noch erkunden und vielleicht auch mal New Atlantis, damit wir mal auch irgendwo einen Außenposten hinbauen können. Ach ja, wir haben so viel zu tun, aber das ist cool. Ja, okay, ihr Lieben. So, jetzt aber wirklich. Dann hoffe ich, dass euch diese Folge hier gefallen hat und ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin. Tschüssi.